Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch heute wieder zu unserer heutigen Ausgabe von Dem Game. In Dem Game geht es darum, verschiedenste Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel, wie ziehe ich einen Hebel? Oder auch, wie kann ich meine Zeit vertreiben? Ich begrüße euch zu, ich bin der Macker, Leute, und ich begrüße euch herzlich zu Dark Souls 2. Da kann ich bei der Schattenmann was dran ändern, weil ich bin immerhin der Macker. Tja, was soll ich euch sagen? Die letzten Tage war es ein bisschen schwer, denn wir konnten ja nichts anderes außer Dark Souls hochladen. Das ist nicht ganz lustig. Ich hatte noch nicht mal losgekommen. Okay, ich soll jetzt loslaufen. Ich bin auch schon dabei. Ich habe jetzt gerade die Aufnahme gestartet und wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu Windmühlenland, wie ich es auch gerne nenne. Andere nennen es nicht so, ich nenne es so. Tja, was soll ich euch sagen? Das Erntetal. Ein sehr, sehr interessanter Ort, wo man hier durchspringen kann in eine Wasserpfütze. Dein heiliges ist kein Wasser. Eigentlich ist es Gift. Und viele Leute warten hier schon. Oh Gott, seid ihr dieser viele heute. Ach du Jemine. Ihr seid ja schon alle da. Also ich muss euch nochmal kurz warten lassen, weil ich muss nochmal kurz zum fernen Feuer und mich da immer upgraden lassen. Oh Gott, seid ihr heute viele. Ist das gruselig. Tompo Ponki. Mann. Okay, alles klar. Finde ich gut. Kann ich was mit anfangen? Und ich möchte erstmal gucken, ob ich nicht noch mein Katana verbessern kann. Selbst wenn ich dafür noch Titanit-Klötze kaufen muss. Mal gucken. Habe ich denn noch welche? Kann ich mein Katana verbessern? Nein, ich habe nur eine. Okay, dann werde ich erst nochmal woanders hingehen. Da werde ich mich erst nochmal zu dem lieben Schmied in der verlorenen Festung, zu Macduff. Und dort einmal gucken, ob der mir irgendwelche Upgrades anbietet. Oh, man kann ja seine Sachen noch auf plus 6 upgraden. Das werde ich auch mal an der Stelle tun. Außerdem mal gucken, inwiefern ich noch meine restliche Elite-Ritter-Ausrüstung vielleicht verbessern kann. Ja, ich weiß, du brauchst eine andere Kacke. Und deshalb bist du echt traurig. Aber was soll ich denn machen? Wie stellst du dir das vor? Was soll ich denn jetzt machen? Ich brauche sehr viele große Titanit sterben, wenn es nach dem Spiel geht. Okay. Wir kaufen uns 20. Okay, nein, wir kaufen. Okay, wir geben diesmal für Titanit sterben anscheinend Geld aus. Nehmen wir doch mal 10. So, okay. Nehmen wir einfach mal 10. Und verstärken mal als erstes unser Katana. Das wird erstmal verstärkt um mehr Schaden, damit sich unter... Und wir haben sogar noch Titanitbrocken. Wir können das noch weiter verbessern. Okay, cool. Haben wir so einen Schwarzstahl-Katana auf, Schwarzstahl-Katana auf plus 8. Und außerdem wollen wir noch unsere Ausrüstung verbessern. In dem Fall unser Elite-Ritter-Helm, unsere Elite-Ritter-Rüstung und was hast denn nicht alles gesehen? Titanitscherben habe ich nicht! Oh, zum Glück stehe ich vor einer Frau, die mir bald genau das bieten kann. Alles nicht so wild, alles nicht so schlimm. Oh, einen Titanitbrocken habe ich sogar noch mehr. Ja gut, da haben wir meine Sachen jetzt nochmal ein bisschen verbessert. In einer logischen Reihenfolge, wo es auch Sinn macht. Und können uns jetzt erstmal zurückbewegen. Nochmal zum Fernfeuer, nochmal ein bisschen aufleveln und dann ist es okay. 20, ich kaufe alles, okay. Ja, es gibt sehr oft die Macker-Gang hier. Copypass ist das Einzige, dass das Sichtfeld verdecken kann. Das ist wahr. Verdecke dein Sichtfeld. Du musst dir leider sagen, du verdeckst mein Sichtfeld leider nicht, wenn ich den Cloud, weil, ob du es glaubst oder nicht, dieses Chatfenster sieht man nur in XSplit und nicht auf meinem Spielfeld selber, auf meinem rechten Monitor. Auf dem linken Monitor jedoch würde ich hier sehen, tut mir leid, dass ich nicht auf meinem linken Monitor spiele. Also wenn ich den Cloud, wenn ich dir jetzt gerade einen Traum zerstört habe, dann tut es mir wirklich leid, aber es ist leider die Wahrheit. Grabsch die Seelen, Vanishing Cloud. Grabsche sie alle. Grabsche dir auch die Seelen des Gerippefürsten, denn sie geben dir Seelenkraft. Vanishing Cloud. Vanishing Cloud. Unser Freund in unserer Leben, in unserer Liebe. Vanishing Cloud. Vanishing Cloud. Er wird uns den Weg zeigen. Ich level mich auf. Vanishing Cloud. Ich werde mal gucken, wo ich mich noch verbessern kann. Wer schon neben wer. Vanishing Cloud. Ich mache meine Geschicklichkeit besser. Vanishing Cloud. Vanishing Cloud. Ich mache das jetzt gerade besser. Vanishing Cloud. Ich mache das gerade besser. Also ich mache das gerade besser und jetzt werde ich mich einmal hinsehen. Vanishing Cloud. Ich werde jetzt einmal hier durch dieses Leuchtfeuer weitergehen. Vanishing Cloud. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich mich überhaupt angezündet hier? Habe ich den? Doch, habe ich angezündet. Vanishing Cloud. Ich hab's angezündet. Vanishing Cloud. Ich gehe jetzt hier weiter lang. Vanishing Cloud. Ich werde einfach hier reingehen. So, jetzt bin ich hier drin. Also, ich bin bei Vanishing Cloud. Mal sehen, ob Vanishing Cloud auch hier ist. Vanishing Cloud. Wissen nicht, ja. HNQ ist da. Saufen kommt mal mit dran. Der ist so selten mit dabei. HNQ auch. Weil der hat auch nicht so oft die Möglichkeit gehabt. Ja, wir gehen durch ein sumpfiges Land. Und ich glaube, das waren auch noch schon alle, die hier sind. Ja, okay. Damit kann ich leben. Aber hier ist auch erstmal jemand, der mit uns reden möchte. Mal so ganz zwischenbei. Are you a traveler? I'm Cloanne, a Norstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living.
I never planned to visit this godsforsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. Have extras if you can pay. This is my job. Franzi, sei nicht eifersüchtig. So. Wir können weiter über die reden, aber erstmal gucken wir, was sie so ein Angebot hat. Die hat nichts im Angebot. Weitere Scherben, die ich mir erstmal einkaufen werde, weil ich werde sie bald gebrauchen können, um meine restliche Ausrüstung ein bisschen weiter aufzubessern. Ja, so kann es gehen. Und dann sprechen wir erstmal ein Stückchen weiter mit ihr. Das ist Lengu. Ich muss ihren Dialog ausschöpfen. Das ist wichtig. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake, how is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again. If we live that long. Warum ist Zaufen eigentlich einfach so ein OP, so ein nackter Typ einfach? Ist das so ein Lost Sinner, das Set? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, ich muss hier eine kurze Aufnahmepause machen, denn ich muss mein Wasser schon mal anstellen auf meinen Topf. Bis gleich. Sind wir wieder da? Ja, wir sind wieder da. Hallo. Wir machen weiter. Jetzt ist er gegangen. Okay. Ja, also du hast die Tür aufgelassen. Ach, wirklich? Ich lasse dann dauernd die Tür auf. Hier ist ja auch nur eine Tür. Zur Küche hin gibt es so eine Tür. Ich habe mit dir schon geredet. Okay, alles klar. Sie geht jetzt weiter. Das ist das Wichtigste. Also, wir haben hier zur einen Seite Lenguk und zur anderen Seite Krieg 70. Lenguk hat letztes Mal mitgemacht. Krieg 70 hatte nicht die Chance. Also, nehmen wir Krieg 70 mit. Lenguk, tut mir leid. Deine Zeit wird wiederkommen. Aber ich muss darauf aufpassen, dass sie alle mal drankommen. Übrigens, diese Stelle hier ist eine Stelle. Heinkio, was war das? Diese Stelle hier ist sehr beliebt. Dafür, dass sie immer irgendeine Nachricht steht. Und zwar, gut hinhören Skelett oder gibt nicht auf Skelett oder tolle Position Skelett. Es ist immer irgendwas Perverses oder Dummes, was hier steht. Und am Ende sage ich euch immer nur, nö. Man kann es nicht kaputt machen. Das ist immer das, was mich am meisten daran aufregt. Es geht aber nicht. Ich habe irgendwie mal einen Q da gemacht. Er ist einfach so derbe durchgerannt. Ja. Und dieser Ort hier. Oh, was? Dieser Ort hier hat wirklich ein paar wichtige Dinge, ob ihr es glaubt oder nicht. Hier kann man sich einiges ergattern, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Und dafür werden wir jetzt mal ein bisschen die Giftansammlung verringern. Laufen wir ein bisschen durch und werden hier mal alles mitnehmen, was es hier zu holen gibt. Ich mache das einfach mal. Wann benutze ich diese blöden Giftbüsche schon mal? Gibt es einfach Titanitscherben und seidige Steine zu holen? Gar nicht mal so unwichtig, wenn ich das mal so sagen darf. Werde mein Gift einfach jetzt regelmäßig reduzieren, werde einfach ein bisschen was essen und schwindende Seelen an mich nehmen. Irgendjemand hat gerade pariert, das heißt, Titanitscherben überall. Ich werde sie einfach mal für mich benutzen. Also jetzt ist aber gut hier, Skelett, ne? Mir wird jetzt aber nicht hier Randale gemacht, hier nur weil du das jetzt gerade für richtig hältst. Nur, damit das klar ist. So, da ist aber ein Ding hier. So, jetzt reicht's aber mal hier mit deinem blöden Herunkespinne hier. So. Haben wir das mal geklärt hier. Ja, dann gehe ich einmal wieder hier hin und dann esse ich nochmal ein Ding hier und dann geht es uns wieder besser. Ja, dann machen wir gleich weiter. Sammeln wir hier noch mehr ein. Weil, warum nicht? Das hier ist ein riesiges Scheißhaus. Das ist ein riesiges Scheißhaus, in dem wir uns hier gerade befinden. Und jetzt langsam will ich es auch nicht mehr rausholen, dass ich hier nicht immer wieder vergiften lasse. Sondern ich kann ja auch mal warten, denn Leute, ich habe Zeit.
Ich bin der Macker, Leute. Und wenn's sein muss, dann warte ich als Macker, solange es sein muss. Hier an meiner kleinen Ecke, weil immerhin bin ich der Macker. Und als Macker hat man's eben halt nicht immer leicht. Was? Thank you, was machst du da? Na, okay, alles klar. Wir haben ein paar Titanitscherben. Wir finden hier ganz viele Titanitscherben. Ganz, ganz viele. Und da hinten sind noch mehr Seelen, die ich natürlich auch noch ergattern möchte. Na, dafür muss ich eben halt noch ein bisschen warten. Denn dahin möchte ich natürlich auch noch das noch holen. Das dauert nur ein bisschen. Man muss halt ein bisschen geduldig sein in dem Spiel. Manchmal ist es wirklich nur das Einzige, was dann aufhört, hier weiterzukommen, ist manchmal wirklich das Thema Geduld. Und dann habt ihr es eigentlich schon. Übrigens sehr viele interessante Hinweise hier, dass hier auch manche Untote auch eine Fackel haben. Das ist gar nicht mal so unnütz, sag ich mal. So kann ich das sagen. Wie so ein giftige Wurfmesser. Das Skelett hier hat einen Blutungsstein, dieser Zombie. Außerdem schwindende Seelen und Titanitscherben und schwindende Seelen. Und da hinten ist noch eine Kleinigkeit versteckt, die man sich auch nochmal holen kann. Nämlich ein Titanitbrocken. Ja. Hier ist einiges versteckt, nur eben halt auf Kosten von Gift. Southwind, ich würde mal sagen, okay, danke Southwind. Southwind ist auch gut beschäftigt gewesen. Ist hier noch etwas Wichtiges drin? Ich glaube, hier war nichts mehr, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier jetzt nicht sterbe an irgendwelchen Giften. Das wäre natürlich sehr schade. Man kann hier mal nachgucken gehen, ob hier noch irgendwas ist. Man kann hier einfach mal gucken, würde ich mal sagen. So, gucken wir mal hier rein, was hier so drin versteckt sein könnte in dieser lustigen Kiste. Wer hätte es gedacht? Hier drin ist ein Feuersamen und ein göttlicher Segen. Ist das nicht fantastisch, Leute? Ja, ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet, dass wir einen göttlichen Segen einsammeln, denn wer will den schon nicht haben? Außerdem zu finden hier ein Duftzweig und eine Fackel. Ah ja. Das müsste echt nächstes Mal sein. Okay, außerdem hier. Gavlan ist auch da. Wie ich euch versprochen habe, er taucht noch einmal auf. Schauen wir mal, was er für uns hat. Egal, gute Idee, JD, mit der Macker-Pose. Gut, Gegenstände kaufen kann man wieder bei ihm. Manchmal hat er auch nachher einfach ein neues Sachenrepertoire. Und zwar, wenn er nachher in seinem letzten Ort bei Pharos ankommt, da könnt ihr nachher von giftigen Moos und so weiter von allen unendlich kaufen. Das hat er nachher alles zu Genüge im Angebot mit dabei. Ja, bitteschön. Und außerdem hier noch eine Kiste. Oh, wir haben aber viele Sachen am Finden hier, Leute. Das ist ja wirklich cool. Meine Leute hier immer gut unterhalten, haben alle gute Laune. Das macht mich natürlich auch glücklich. Tja, was gibt's noch hier zu holen? Eigentlich nicht viel weiter. Nur noch hier hinten diese kleine Ecke, wo nochmal jemand ist. Und zwar gibt's ja nochmal einen Lebensstein. Für Leute, die ihn nochmal brauchen. Hier werdet ihr nochmal ein bisschen geheilt. Aber wir können doch letztendlich hier jetzt weitergehen. Durch eine feurige Angelegenheit, wenn ich das mal sagen darf. Denn hier sind jetzt ein paar liebe Wüstenhexerinnen, Priesterinnen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Und die schießt wie behindert mit Feuer herum. Hier oben sollte auch eine sein, wenn Krieg 70 sich nicht schon darum gekümmert hat. Doch, hier war aber, glaube ich, mal was. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, na, hier oben war, glaube ich, keiner. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Und schauen wir hier, hier sind ein paar Untote, ein paar Priesterinnen. Hier werden auch ein paar Leute gerade schon verprügelt. Nehmen wir natürlich auch so gerne in Kauf. Das hier ist ein Macker-Soul zum Feinsten. In keiner Art und Weise daraus, sondern einfach nur meine kleine Community. Und die kleine Community, wie sie eben halt Spaß hat. Und so will ich das haben. Genau so und nicht anders. Meine kleine lustige Community auf der Reise durch die Dark Souls Welt. Und wer Lust hat, der kann Teil davon sein bei dieser lustigen kleinen Reise. Und das macht die ganze Sache doch so schön interessant. Das lässt mich schmunzeln und ich hoffe euch auch ein bisschen. Einfach, dass ihr mit dabei sein könnt. Das ist nicht das Schöne daran. Na nun, wollen wir weitergehen. Hier rechts ist ein Leuchtfeuer versteckt. Passt aber auf, hier sind ganz viele giftige Vasen hier in der Nähe. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben ein Leuchtfeuer jetzt gefunden. Leuchtfeuer kann ich nicht benutzen, weil Leute in der Nähe sind. Aber pass auf, hier sind jetzt ganz viele lustige Echsen. Die sind sehr, sehr schwer zu kriegen. Besonders, wenn jemand anders die gleiche verjagt. Dann ist es besonders schwer. Aber Krieg 70 hat sich einer angenommen. Titanitscherben, große Titanitscherben und ein Bleistein gibt es dafür, für diese Tat. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben jetzt eine sehr, sehr schwere Herausforderung. Leute, ihr müsst euch jetzt eins bewusst werden. Ich muss euch jetzt alle da haben. Wir wollen jetzt da reingehen. Da. Da wollen wir reingehen. Also geht da rein, Leute. Und wir werden jetzt ein bisschen Krieg führen, würde ich mal sagen. Gegen ein paar lustige, lustige Muntermacher hier. Denen wir mal ein paar geben. Hier sind sehr viele Henker. Und hier sind 4 Stück davon. Nicht gerade wenige. Und jetzt geht es halt darum, dass wir sie alle hier tot kriegen. Aber das schaffen wir ja gerade schon ganz gut hier. Das machen die Leute hier gerade ganz gut. Haben wir alles unter Kontrolle. Und meine Güte, mache ich viel Schaden, ey. Das ist ja schon echt heftig. Wir machen hier schon so viel Schaden, schon fast 300. Und dann noch im Dual-Wielding-Modus. Einfach fantastisch. Macht natürlich jetzt gerade richtig viel Spaß. Probier doch, was ist? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gleich mal nachgucken.
Ist hier jemand? Ja, eine große Titanitscherbe. Sehr gerne gesehen. Neu aus dem Krieg 70 mit seiner Glocke, wie er versucht, irgendwas zu prügeln. Ist hier noch mehr zu sehen? Nein? Okay. Aber ja, gut, Haikyuu. Kurz die Schulter, um hier alles aufzukloppen. Das große Sehen des tapferen Ritters. Ein Schirm mit der Lebensstein. Haikyuu ist richtig hier. Utility Held hier. Titanitscherben gibt es ja auch noch. Außerdem mitzufinden. Ein versteinertes Etwas. Gar nicht mal so unwichtig. Übrigens auch ein Untoter, wer will. Der ist natürlich ziemlich untot. Und noch andere lustige Fallen, denen man nachgehen kann. Man ist aber nicht muss. Wer Lust hat, der kann natürlich auch hier reinspringen. Viele Leute tun es einfach, sterben dabei. Naja, vielleicht sollten wir dem nicht nachgehen. Also ja, Zaufwind, ich würde mal sagen, du gehst da rein, Zaufwind. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin der Macker. Die Leute tun das, was ich ihnen sage. Ist doch ganz klar. Okay, schön, dass ihr das gemacht habt. Wo kommst du denn her? Ich liebe die Saufen. Wir müssen mal weiter gucken gehen, ob wir hier noch irgendwas finden. Nee, ich glaube, das war's. Ah, nee, da hinten war noch die Kalkan. Hier war noch was. Hier ist noch was, und zwar noch als Skeptiker-Gewürz. Kannst dir nichts unterstellen. Eine Vollmondsichel. Oh, eine Vollmondsichel. Die gibt's auch nicht so oft. Und außerdem Einfallspinselgewürz. Was soll ich dazu sagen? Das war ziemlich cool gewesen. Das war eine sehr coole Aktion. Deshalb liebe ich euch alle so. Deshalb seid ihr meine Community. Keine Ahnung, weil ihr alle total bescheuert im Kopf seid. Wieso glitzerst du immer eigentlich noch? Du kannst gar nicht mehr glitzern, du bist tot. Okay, egal. Glitzert einfach weiter. Von mir aus ist das halt so. Weiter geht's. Manchmal muss er ihm halt Leute zurücklassen. Wisst ihr, es ist alles nicht so leid. Und da hinten links ist wirklich nur ein irres Labyrinth. Das soll nicht lang gehen. Außer ein bisschen mit unseren Feuerballen werfen. Das können wir uns mal erlauben. Ein bisschen Schaden machen wir nämlich damit ja schon. Deshalb einfach mal ein bisschen werfen. Jo, gehen wir da auch nochmal los. Einfach ein bisschen ein paar Feuerwerfer werfen. Feuerwerfer werfen, genau, so sagt man das. Feuerwerfer werfen. Hey, die wollte ich sagen. Einfach mal Feuerbälle werfen. Also warum nicht? Cool. Hat geklappt. Gerne wieder so. Und hier unten ist jetzt aber noch was versteckt. Und zwar ist hier unter anderem ein Drachenamulett, Chameleon, Titanitscherbe und Nodachi. Alles sehr, sehr geile Sachen, die man sich vielleicht mal holen sollte, wenn man Bock drauf hat. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sag ich mal. Hier noch mehr Titanitscherben. Außerdem eine Titanitscherbe. Alles voll mit Handwerksmaterialien. Dürft ihr alles nicht unterschätzen. Das ist echt wertvoll, auch wenn ihr dort in eine Giftgrube runtergehen müsst. Vergesst nicht, was da alles auf euch wartet. Ein alter irdischer Stein. Außerdem hier unten. Was ist da noch? Das würde ich mir eigentlich auch noch gerne holen. Ja. Ich springe da nochmal runter, würde ich sagen, wenn ich nicht mehr ganz so viel vergiftet bin. Gucken wir uns das doch mal an. Trau mich natürlich nicht so ganz. Ich gehe mal hier runter. Und kriegt nochmal eine Titanitscholle. Okay. Titanitscholle hat sich automatisch gelohnt. Hier unten vielleicht auch noch irgendwas, was man sich holen sollte. Menschenbild und große Titanitscherbe. Und wir werden nochmal vergiftet. So kann es kommen im Leben. So kann es kommen. Und naja, was soll ich mal machen? Das war's dann auch gewesen. Bin nochmal geheilt. Ich auch nie meine Estus-Lakone benutzt, weil sie mir einfach zu heilig sind. Ja, dafür sind die Lebenssteine halt auch da. Einfach ein bisschen verschwenden, den Scheiß. Ich habe gerne immer andersrum gespielt, dass ich erst meine Estus-Lakone genommen habe, was auch eigentlich logischer ist. Aber manchmal denkt man sich halt einfach, ich finde, da lasst ihr euer Vorrat. Lebenssteine kosten nicht die Welt. Also warum nicht mal ein bisschen was verschwenderisch mit dem Leben umgehen. Übrigens hier. Wo sind wir hier? Wir können hier knien. Frage ist nur, was genau können wir hier machen? Wir können einen Eid leisten, nämlich den Sonnenritter-Eid. Sonnenlicht-Medaille geben, kann man alles machen, eine Geste lernen, gelobt sei die Sonne. Natürlich ein Klassiker hier. Und den Eid werden wir leisten, kann der Eid nicht lassen, wenn die Phantome anwesend sind. Also werden wir das später nochmal nachholen. Weil ihr Leute, ihr müsst wissen, wenn man hier steht, dann ist man ein ganz schöner Macker. Weil dieses Altar ist ziemlich cool. Schön, ne? Gift ist geschenkt auf Englisch. Ne, nicht. Gift ist giftig, by the way. Ich dachte, Gift ist Gift und sonst nicht. Gift gleich die das Mief. Das kann natürlich auch sein. Dankeschön, dass mein Vater hier auch nochmal erwähnt wird. Tja, was gibt's da noch zu sagen? Nicht viel. Einfach nicht viel. Außer, dass wir jetzt weitergehen können. Und ich hab das gehört. Ich hab das gehört. Und zwar, Zaufwind ist da. Ich hab's auch gehört hinter mir. Kann ich nochmal gucken, was meine Spieloption angeht? Kann die Stimmlautstärke nochmal ein bisschen lauter machen, damit wir die Leute besser verstehen können?
Außerdem, Bildschirmoption. Ja, das kann alles so bleiben. Ja, Grafikeinstellungen. Das ist jetzt alles okay. Übrigens, nicht wundern, warum ich hier 1280x720 habe. Das ist einfach nur, damit die Auflösung auf den Screen angepasst ist und das auch für euch und für mich dann eben halt nicht wieder auch nur ruckelig ist. Dann wird da nichts großartig runterskaliert, sondern es ist so, wie es ist. Tja, das nur einmal so gesagt, einmal so am Rande erwähnt. Titanitscherbe nochmal. Und dann geht die Party hier gleich weiter. Hier liegen übrigens der ein oder andere Tote hier ein bisschen rum. Aber ich will nochmal hier unten lang gehen, weil hier unten ist noch was Wichtiges versteckt, was nicht viele Leute kennen. In der Iridenspitze hier. Hier unten, hier wartet etwas auf uns. Na, nicht dieser Käfer. Auch nicht dieser Dieb, sondern wir springen hier mal ein bisschen rein. Und wer würde es erwarten? Wer würde es erwarten? Hier ist was. Und zwar... Guck mal, wer hier ist. Aus Mira. Still on the road, are you? Sorry to have burdened you so. This is for you. By way of an apology. Einen Hartstahlring plus eins. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading. Oldest first. Curse is doing its work upon me. I am frightened. Terribly so. If everything should fade, what will be left of me? I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. Someone would hear my tale. The brother must have come here too. Soon I may forget even about him. If only someone sooner. Hier hinter versteckt sich übrigens etwas, wer es haben will. Ich weiß gar nicht, was es war, nicht so wichtig. Ich glaube, es war eine Waffe und ein Ring gewesen, der auf einer +1-Stufe war. Aber wir haben einen Hartstahlring bekommen. Was genau ist das? Gute Frage. Kann ich euch jetzt auch nicht so ganz genau sagen. Ring der Wiederherstellung will ich jetzt nicht mehr tragen. Wir können uns nochmal angucken. Der Hartstahlring +1. Der Träger erhält den Schutz des Stahls. Sie erhält die körperliche Abwehr. Sorgt sozusagen dafür, dass wir durch alles ein bisschen mehr vertragen, sagen wir mal. Wir vertragen ein bisschen mehr und den können wir uns ja mal für den Moment mal anziehen. Einfach ein bisschen weniger auf den Sack kriegen. Das kann uns mit diesem Schwert nicht schaden. Hinter uns ist, glaube ich, auch noch irgendwas, eine Kleinigkeit. Ich glaube, Menschenbild oder sonst was. Bin mir nicht ganz sicher, aber nichts, was es wert ist, jetzt nochmal nachzugucken. So, jetzt ist die Frage, wo geht's lang? Einfach nochmal zurück. Das ist die Antwort, die ihr sucht. Und zwar hier hinten finden wir doch tatsächlich etwas von Interesse. Und zwar den Weg nach oben. Diese kleine Mühle hoch. Mein ganzer Trupp ist schon gespannt. Ist schon gespannt auf diesen Kampf, der jetzt kommt. Auch in der Erdenspitze. Es handelt sich nicht um Mittelerde. Es handelt sich um die Iridenspitze. Um Mittelerde handelt es sich nicht. Eine grüne Blüte außerdem. Und hier unten kann man, wenn man verrückt ist, einfach mal runterspringen und versuchen zu sterben. Wollen wir versuchen zu sterben? Ich will zwar versuchen. Vielleicht sterbe ich ja dabei. Nein, leider nicht ganz. Tja. Manchmal ist die Rechnung in Dörfer 2 schon ein bisschen scheiße, ne? Was soll man machen? Leute! Vergesst nicht! Ich bin der Macke! Ich bin der Macke! Wie hieß nochmal ein Patrizier die Welt? Hanse? Mittlere Welt? Mittlere Welt? Das ist eine gute Frage.
wie die hieß, aber wir können es bestimmt einfach wieder rausfinden. Leute, das war's für heute mit Dark Souls gewesen. Ich muss mich leider schon wieder verabschieden. Wir werden nächstes Mal hier weitermachen und so meine Seelen zurückholen und dann weitersehen, wie es hier weitergeht. Tja. Und nochmal als Hinweis, weil viele Leute es in den Kommentaren nochmal geschrieben hatten, beziehungsweise einige. Ich weiß, dass ich diesen Ring ja ablehnen kann, sobald ich die Leute gefunden habe. Aber ich will mich ein bisschen handicappen, weil ich eben halt der Einzige bin, der sterben muss für so eine Situation hier. Und ich möchte eben halt als erstes das erste Handicap, was ich dir gegeben habe. Ich bin halt nur mit den Katana unterwegs, ohne Shit oder sonst was. Und ich möchte eben halt diesen einen Ringslot immer dafür freihalten, für diesen Ring. Eben halt als treue Gebot für euch, dass ihr eben halt jederzeit die Möglichkeit habt, zu mir zu kommen. Und als kleines Handicap nochmal dazu. Das nochmal an der Rande nochmal erwähnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage hier nochmal Tschüssikowski. Wer ist das? Der derbe Reacher. Das könnte er nur vorhaben. Aber ihr könnt schon mal Tschüss sagen. Scheiße, ich hab Katzenzocke vergessen. Sorry. Hallo Phantom Reacher. Was macht er jetzt nochmal hier? Kann er uns irgendwie totschieten? Man weiß es nicht. Er versucht es zumindest. Scheitert leider daran, dass wir nicht sein Feind sind. Er ist nämlich jetzt gerade unser Freund, denn er vergisst eines. Wir sind der Macker. Und du kannst mir gar nichts, der Reacher. Du kannst mir gar nichts. Und deshalb befördere ich dich zurück, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Nö. Okay, tschüss. Und tschüssikowski alle.